Hallo und herzlich willkommen mit einem weiteren Stellplatzvideo aus der Bretagne mit eurem Dachmobil. Wir sind diesmal auf dem Camping Municipal de Londrelec bei Pleumeur-Bodo. Liegt zwischen Tregastel und der Île Grand und hat hier eine wunderbare Aussicht auf die Granite Rose. Und was hier so toll ist, ist halt, dass ihr nur wenige Meter vom Meer entfernt seid. Es geht eine kleine Straße da hinten vorbei, die nur zu einem wenig genutzten Parkplatz führt. Und von da aus bekommt ihr direkt an den Strand. Großer weißer Sandstrände in dieser Richtung. Hier vorne eine kleine Badebucht, auch mit Sandstrand. Schaut in unser Video vom Drumherum. Dort haben wir das euch alles entsprechend gezeigt. Wir liegen hier direkt am GR34, dem Küstenwanderweg, den ihr in beide Richtungen wunderbar gehen könnt und auch wieder hier eindrucksvolle Blicke auf die Küste und diese wildromantische Küstenlandschaft erlangen könnt. Der Platz ist von April bis September geöffnet und völlig unkompliziert in seiner Handhabung. Ich zeige euch jetzt erst einmal, wie man hier angefahren kommt. Kommt mit! Wir sind hier angefahren mittels Google Maps und kamen von hier oben. Du fährst in Tregastel von der Hauptstraße ab und fährst gut 3 Kilometer durch kleine, schlaglöcherreiche, schöne, idyllische Straße. Du findest immer wieder diese typisch bretonischen kleinen Steinhäuser mit wunderbaren Bauerngärten. Aber für den Fahrer ist es eine Herausforderung wegen der Schlaglöcher und der Straßenbreite. Folgt ihr der Hinweisschilder, kommt ihr nämlich aus dem Ort und fahrt hier hoch, da kann man nämlich direkt abbiegen. Wie gesagt, der Stellplatz liegt an dem GR34 hinten, wo diese Baumreihe verläuft. Läuft auch die Veloroute Maritime entlang, also der Küstenradwanderweg. Und das ist genau der Punkt, auf dem Campingplatz sind erlaubt Wohnmobile, Wohnwagen, Kastenwagen, Zelte. Unheimlich viele Fahrradtouristen, auch Leute, die mit dem Auto hier sind und ein kleines Zelt aufbauen. Alles erlaubt. Es gibt ein Schlafhaus zur Miete, 2 Zelthäuschen zur Miete und ansonsten ist hier relativ freie Platzwahl. Die Anmeldung ist völlig unkompliziert, die erkläre ich euch gleich. Wir zeigen euch noch mal kurz von hier einen Plan, wie der Campingplatz aufgebaut ist. Der Platz verfügt über 128 Stellplätze. Wir stehen momentan hier. Wir haben hier das Kernstück, die Anmeldung mit Sanitär und allen weiteren Einrichtungen, die wir Camper benötigen, plus einem Spielplatz. Wir haben zwischen den Hecken hier, wo das Wasser immer eingezeichnet ist, Frischwasserzapfstellen, wo ihr Wasser in jeglicher Form ziehen könnt. Es könnte auch sogar ein Schlauch angeschlossen werden. Wir haben hier hinten noch ein altes Sanitärgebäude, das verschlossen ist, aber die außenliegenden Spülbecken sind mit Kaltwasser noch nutzbar. Habe ich gestern ausprobiert. Und ansonsten kommt ihr angefahren und stellt euch in die Haltebuchten, die wir euch gleich zeigen, und meldet euch bei der Rezeption an. Was ist noch zu sagen? Es gibt natürlich Feuerlöscher, Defibrillator. Defibrillator haben wir hier am Gebäude. Feuerlöscher, Sicherheit muss sein. Wir haben hinten den Durchgang zum Strand. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Hier. Wir haben zuerst hier gestanden. Völlig windgeschützt, wenn ihr an den Hecken steht. Sind heute Morgen aber nach hier umgezogen, weil wir die Aussicht genießen wollten. Und von daher ist das hier völlig unkompliziert, da ihr keine Platznummern im Moment bei der Anmeldung angeben müsst. Der Platz ist auch jetzt, was haben wir heute? 6. oder so, auch nur gut ein Drittel belegt. Hunde sind auf dem Platz erlaubt, aber die sind an der Leine zu führen. Da nochmal viele Grüße an die Nachbarn. Dein Hund hat ein nettes Häufchen mir geschenkt. Danke. Dann haben wir neben der Einfahrt noch direkt den Entsorgungsbereich für euer Grauwasser. Hier könnt ihr euer Grauwasser ablassen. Achtet aber daran, wenn ihr daran fahrt, dass der Baum eventuell euren Alkoven ein wenig ankratzen könnte. Also von daher
da ist genügend gefällt, das Wasser läuft in die Mitte, wenn ihr auch die Abwasserhähne ungefähr auf dieser Höhe habt. Daneben haben wir noch die Frischwasserversorgung, wo ihr dann euer Gefährt mit Frischwasser versorgen könnt, wenn ihr den Tank auffüllen wollt. Und entsprechend die Container für Glas, Restmüll. Und bei den Kunststoffcontainern versucht sie nicht aufzumachen. Die sind hier in Frankreich verschlossen. Es gibt nur diese kleinen Klippchen. Also falls ihr hier mal seid, ich habe einige mit deutschen Kennzeichen gesehen, die hier versucht haben, das Ding irgendwie aufzukriegen. Nee, nur kleine Klappe geht. Heißt aber auch, dass man größere Teile nicht da entwerten kann. Nachdem ihr auf das Gelände gefahren seid, stellt ihr euch hier auf diese Warteparkplätze ab und geht zur Rezeption. Die Rezeption ist von 10 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Was tun, wenn du ankommst und es ist gerade geschlossen? Sucht euch einen Platz aus und stellt euch hin, wo euch gefällt. Und danach geht ihr zu den Öffnungszeiten der Rezeption einfach hinein und erledigt das Offizielle, nämlich eure Anmeldung. Und die geht auch wieder ganz unkompliziert. Man fragt, man spricht Englisch im Hinblick auf wie viele Nächte, wie viele Personen und mehr eigentlich nicht, aber damit kommt man klar. Und dann sagst du, wie viele Nächte, mit wie vielen Personen du bleiben möchtest und bezahlt werden kann mit Karte. Cash, glaube ich, ging nicht. Und entsprechend ist der ganze Vorgang erledigt. Da fragt keiner, wo du stehst oder sonst was. Und wir haben jetzt ein bisschen Ordnung reingekriegt. Als wir kamen, stand hier der eine Strand schräg, der andere Strand längs, der nächste quer. Mittlerweile stehen alle wieder etwas geordneter, aber da hat keiner sich drum gekümmert. So, und jetzt zeigen wir euch dann mal die Anmeldung und was sich da vorne in dem schönen Gebäude alles noch verbirgt. Hier hinter verbirgt sich die Anmeldung. Wir haben jetzt Mittagsruhe bis 17 Uhr. Dort bekommt ihr auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr dort Kaffee ziehen. Die Coins für Waschmaschine, Trockner und Waschpulver beziehen und euch auch einen Kaffee über die Senseo-Maschine kaufen. Ansonsten gibt es noch das klassische Informationsmaterial hier zu der Gegend und Kartenmaterial. Schön ist vor allem auch hier diese tolle Sonnenterrasse, wo ihr, wenn ihr mit kleinerem Gefährt unterwegs seid, also nicht mit dem Wohnmobil, wo ihr euch wunderbar mit ganz tollem Ausblick hinsetzen könnt. Und sollte das Wetter mal nicht so toll sein, hat man nämlich auch schon an uns Campern gedacht und hat daneben noch einen Aufenthaltsraum geschaffen. Den zeige ich euch jetzt als nächstes. Hier haben wir nicht nur Sitzmöglichkeiten, wir haben auch eine Mikrowelle und einen Wasserkocher, der genutzt werden kann, Büchertauschbörse und einen kleinen Snackautomaten mit Getränken und Leckereien, solltet ihr irgendwas vergessen haben oder Lust drauf verspüren. Ansonsten sitzt du hier schön windgeschützt, aber immer wieder mit dieser tollen Aussicht auf die Küste. Kommen wir zu dem Ganzen, was das kostet. Es gibt zwei Preise wieder. Es gibt die Vor- und Nachsaison plus die Hauptsaison, die Juli und August betrifft. Wir haben mit zwei Personen und dem Wohnmobil 17,40 Euro bezahlt pro Nacht. Kommt wieder 20 Cent Kurtaxe pro Person dazu. Und der Strom kostet pro Tag nochmal 3 Euro extra. Die anderen Preise habt ihr ja gesehen, solltet ihr mit Zelt, weniger Personen oder Wohnwagen anreisen, da könnt ihr euch dann eben das Bild etwas aufziehen oder auf die Homepage nachschauen. Es hängt hier auch für die, die es gerne wissen möchten, noch ein Gezeitenplan, damit ihr wisst, wann ihr etwas mehr Wasser in der Bucht habt oder nicht. Hier sind wir dann im Kernstück. Wir haben hier vorne, der Herrenbereich wird gerade gereinigt, noch Waschmaschine und Trockner, die entsprechend mit dem Einwurf der Coins, die ihr in der Rezeption erwerben könnt, nutzen könnt. Laufzeit 45 Minuten, was wirklich interessant ist. Und wie gesagt, 4 Euro pro Nutzung plus 1 Euro für das Waschpulver ist moderat. Dann
zeige ich euch jetzt mal den Damenbereich, da der Herrenbereich gerade geputzt wird. Wir haben hier moderne, großzügig gestaltete Badeinrichtungen mit Handwaschbecken, Spiegel wieder so, dass auch ich mich ganz sehen kann, vom Winde verzaust, und entsprechend Duschen, die sehr großzügig bemessen sind, einen super angenehmen von der Temperatur und der Stärke Wasserstrahl verfügen, das Wasser prima ausläuft, alles picobello sauber ist, entsprechend ausreichend Haken für eure Sachen aufzuhängen. Hinter diesen Türen verstecken sich noch Waschkabinen. Ich glaube, die sind alle, die ist frei, wo ihr euch dann in Privatsphäre waschen könnt. Hier noch drei weitere Handwaschbecken. Seifend ist natürlich auch verfügbar. Wir haben hier noch einen Babywickelraum, der momentan verschlossen ist. Und hier entsprechend noch mehrere Toilettenkabinen, die auch sauber und ansprechbar sind. So, dann gehen wir mal weiter. Behindertentoilette, Schlüssel gibt es an der Rezeption. Ob nur eine Toilette oder ein ganzes Bad, weiß ich nicht. Bei den Herren ist es in dem Duschraum mit drin. Ich habe es gerade nicht gesehen, weil bei den Damen extrem viel besetzt war. Und dann haben wir hier außen auch noch zwei Spülbecken für euer Geschirr zu spülen. Auch natürlich mit warmem Wasser. Und auf der Seite geht es weiter mit Handwaschbecken. Hier dürft ihr euer Geschirr nicht spülen. Wir haben hier wieder die Schrubbelbretter drin, dass ihr eure Wäsche mal eben durchspülen könnt. Hier haben wir noch mal sechs weitere Spülbecken im Anschluss daran. Noch ein siebtes, dann kommen die Außenpissoirs und dahinter haben wir dann auch als letztes an dem Gebäude noch die Chemietoilettenentleerung. Ach so, auf der anderen Seite haben wir ja auch noch was. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Und hier der Spülschlauch. Dann haben wir hier auch noch für Spielspaß Spannung was. Tischtennisplatte. Ach so, ja, Spielspaß Spannung. Die von mir so geliebte Wäscheleine, die ich an anderen Plätzen, wo Waschmaschinen sind, vermisse. Und einen kleinen Spielplatz für Kinder von 2 bis 8 Jahren, wie extra draufsteht. Aber durch den Sand haben die Kinder da auch wieder einen schönen Untergrund und könnten ja auch noch ein bisschen im Sand spielen. Aber wie gesagt, der Strand ist ja vor der Tür. Wir haben an der Seite noch eine weitere Frischwasserversorgung, die zeigen wir euch auch noch. Wir haben hier an der Seite, bin ich bis jetzt noch gar nicht gewesen, noch 7 weitere Spülbecken, 2 Wäschewaschbecken und hier einen Schlauch für die Frischwasserversorgung. Beziehungsweise, wie gesagt, kleine Mengen gibt es auch auf dem Platz überall verteilt. Ja, Strom, den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Wir zeigen euch noch den Strom. Der kostet 3 Euro pro Tag und ist in den Stellplatzgebühren nicht enthalten. Ansonsten jegliche Verentsorgung, Nutzung, Sanitärgebäude, alles was da drin zu sehen war, ist im Stellplatzgebühr, in der Stellplatzgebühr enthalten, sowie das WLAN, das unsere Geräte nicht gefunden hat. Offen, ohne Passwort. Wir haben irgendwo daneben gelegen. Wie ihr gesehen habt, steht man auf Rasen, der ist sehr verdichtet, die Fahrwege sind geschottert und hier in dem Bereich, ich denke mal, um die Plätze besser zu markieren, fährt man auf so einem Mischmasch aus Recyclingmaterial. Ist aber nur hier in diesen Stellen so. Und ansonsten, die Markierung der Parzellen sind größtenteils erkennbar durch diese Randsteine, die eure Parzelle markieren. Und guck mal, da ist wieder Platz verschenkt ohne Ende. Egal. Okay. Freut sich der das nebenkommt. Und dann zeigen wir euch noch kurz den Strom. Ganz einfach Stecker rein. Und schon geht das.
Vergnügen los und ihr habt Strom. Von daher, mit wie viel Ampere abgesichert ist, weiß ich nicht. Ich meine 16, aber wie gesagt, mein Französisch ist genauso schlecht wie das Englisch und Deutsch des Herrn an der Rezeption. Da sind wir nicht weitergekommen, ohne dass es irgendwo aufgeschrieben war. Alfred hat dann doch nochmal den Sicherungskasten geöffnet. Es sind 6 Ampere. So, damit haben wir euch alles gesagt, was mir gerade einfällt, was zu diesem Campingplatz zu sagen ist. Ihr merkt schon, trotz Camping-Car-Card verstärkt Camping-Munzipialplätze angefahren sind. Liegt daran, dass sie preislich sehr nah dem Camping-Car-Park kommen. Die Camping-Car-Parks hier in diesem Küstenbereich, wir sind ja im Grunde nur die Côte d'Amour gefahren, sehr, sehr, sehr dünn gesät sind. Die fangen ab ein paar Orte weiter, so in 50 Kilometern wieder an, etwas mehr zu werden. Aber da ich am Montag wieder arbeiten muss, werden wir die auf dieser Tour nicht mehr erkunden können. Von daher kann ich euch eigentlich nur empfehlen, diese Art der Campingplätze zu nehmen, wenn ihr es etwas ruhiger, ohne allzu viel Komfort braucht. Die Dusche bevorzuge ich, damit ich unsere nicht immer putzen muss. Und der Rest ist relativ unkompliziert. Die Vorgehensweise war auf allen Plätzen sehr gleich. Und von daher muss ich sagen, bei der Aussicht, bei der Lage, dem ganzen unkomplizierten Prozedere, das wir hier hatten, bekommt der Platz von mir wieder alle Punkte. Und von Alfred auch. Wir würden diesen Platz als Start einer weiteren Bretagne-Reihe, Reisereihe, definitiv wieder anfahren und sagen, vielen Dank, liebe Gemeinde, dass ihr uns Campern hier mit diesem Ausblick einen so schönen Platz geschaffen habt und dann noch mit einem neuen, wunderbaren Sanitärgebäude. Danke, danke fürs Zuschauen, bleibt dran, wir sind ja noch nicht zu Hause, schaut in die Videos, die wir fürs Drumherum gemacht haben und ansonsten kommen demnächst ja auch wieder Videos aus der Heimat. Alles klar, vielen Dank, bis dann, ciao.